Das Glücksrad bestimmt, welchen Raub ich mache. Dafür habe ich nämlich dieses Ding hier organisiert. Da stehen alle Raube drauf. Die mache ich jetzt. Und der erste Raub ist der Juwelier. Das ist ganz knapp da oben zu sehen. Oh mein Gott. Dann machen wir erstmal den Juwelier. Dafür möchte ich mir allerdings noch ein bisschen Munition so gesehen holen. Und zwar ein bisschen Ausrüstung. Die Polizisten hier auf dem Server sind echt die haben echt Krawall. Die sind auf Krawall gestimmt. Ich habe mir eine Glock 17 und eine G36 geholt. So, ich wollte das Video gerade nämlich schon bei einem anderen Dealer anfangen, aber da hat mich so ein Polizist verfolgt. Jetzt bin ich einfach mal abgehauen. Der hat mich jetzt schon auf dem Kika, Leute. Ich erkläre euch gleich nochmal die anderen Besonderheiten des Videos. Aber jetzt geht's in den Juwelier rein. Wir sehen hier schon zwei Polizeiautos. Und da wird einer verhaftet. Oh, drei Polizeiautos. So, ich habe meinen Kollegen geholfen. Dafür erwarte ich aber auch Hilfe. Oh. Energy trinken. Danke für deine Nichthilfe. So, wegrennen. Oh mein Gott. Er hat daneben getasert. Der ist down. Ein Polizist noch down machen und dann kann ich endlich anfangen auszurauben, Leute. Ja, renn. Renn. Oh mein Gott. Nachladen. Nachladen und ausrüsten. Digga. Und ich habe das erste geraubt. Digga, das Video fängt gleich. Die Polizisten haben schon vor dem Video, haben nämlich schon genervt. Und jetzt kann ich hier nicht mal vernünftig den Raub machen, weil hier direkt drei Polizisten sind. Einen musste ich retten, einen Crime. Und der andere Polizist ist jetzt abgehauen. So, super. Super, super. So, das will ich noch ausrauben. Oh, da kommt ein Polizist. Da kommt ein Polizist. Okay, dann nicht. Und schnell rauf und abhauen. Schnell rauf und abhauen, Junge! Let's go! Digga, ich hab den rauf gemacht. Ey, jetzt fängt das Intro sofort vernünftig an. Aber ey, ihr habt's gesehen. Manchmal ist das so spannend, da kann man echt nichts machen. Das sieht aus wie ein Polizist. Digga, soll ich denen helfen? Wollt ihr mich jetzt angreifen oder was? Seid ihr doof? Okay, dann nicht. Oh, hier ist auch ein Polizist. Hey, hier sind überall Polizisten auf dem Server. Sind hier 14 Cops auf dem Server oder was? Digga, ich wollte nur eine Ebene 8 Polizisten nur. Ich will nur eben eine ruhige Situation finden, einen ruhigen Ort, wo ich das Glücksrad drehen kann. Stabil. Digga, ich verstecke mich hier unter der Brücke. So, so sieht's aus. Let's go! Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich habe jetzt ja den Juwelier ausgeraubt. So. Und das streiche ich jetzt durch. Und das nächste Mal, wenn ich auf den Juwelier komme, dann springe ich zur Gas and Go, sodass ich die Sachen nicht doppelt ausfüllen muss. Was hier aber mehrfach draufsteht, ist, glaube ich, Farmshop, Closing und Osso. Das steht, glaube ich, zweimal drauf. Weil dieses Glücksrad hat mehr Felder, als es Raube in Notruf Hamburg gibt. Also die drei Sachen muss ich doppelt ausrauben. Und wir drehen den ganzen Hasen. So. Es kommt raus, der Closing Store. Let's go. Dann rauben wir den als nächstes aus. Also hier auf dem Server werde ich natürlich nicht so viel Spaß haben. Ich sag's euch so, wie es ist. Das hier ist ein XXL-Video. Wir werden hier alle Sachen einmal ausrauben. Und den Closing Store, den ich jetzt ausrauben werde, sogar zweimal. Wie gehen wir aber mit Sachen um, wenn der Closing Store jetzt zum Beispiel nicht ausraubbar ist? Dann würde ich erstmal nochmal drehen und den Closing Store im Hinterkopf behalten. Und dann nach dem Raub, den ich da gemacht habe, da nochmal hinfahren und checken, ob man den ausrauben kann. So, let's go. Let's go. Dann schieben wir den quasi auf eine Liste, dass wir den jederzeit ausrauben können danach. Let's go. Let's go! Also. Das wird auf jeden Fall eine schwierige Mission. Ich bin mal gespannt, ob ich währenddessen verhaftet werde, denn ich muss so viele Raube jetzt machen. Und auf diesem Server, ihr habt gesehen, alles von der Polizei, obwohl es nur 8 Polizisten sind. Und das, was ihr nicht gesehen habt, vor der Aufnahme wollten die mich schon verhaften, die nervigen Leute, obwohl ich noch gar keine Sterne hatte. So. Hier ist die Polizeistation, sage ich schon. Hier ist der Closing Store. Rein da. Rein in den Closing Store. Ja, nice, man kann den ausrauben, super. Super, super, super. Gegenhauen. Ja, 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 ja.
Nicht vergessen, mittwochs und samstags bin ich live. So, super, super, super. Okay, meine Waffen sind auch nachgeladen. Super, super, duper. Alles aufsammeln. Ich bin mal gespannt, wie viel Beute ich wirklich am Ende haben werde. Wie viel Beute kriegt man, wenn man alle Sachen einmal ausraubt und dann drei Sachen zweimal ausraubt? Das wäre crazy. So, das Geld habe ich. Dann chill ich mich mal hier drin. Oh, da kommt schon jemand, Mist. Okay, ich wollte drehen. Ah, nee, ist das ein Polizist? Der ist auf jeden Fall festgefahren. Sieht nicht aus wie ein Polizist. Super. Dann streiche ich jetzt einmal den Closing Store durch. Und wenn ich dann noch genug Zeit habe, dann drehe ich nochmal. Closing Store durchstreichen und einen Pfeil in die Richtung. Zack. Wenn ich jetzt nochmal auf das Feld komme, muss ich die Osso ausrauben. Let's go. Den Farmshop. Nice. Ich muss den Farmshop ausrauben. Der ist hier praktischerweise in der Nähe. Aber ich glaube, der am weißen Auto, ich habe jetzt nicht richtig drauf geachtet, der könnte da auch hingefahren sein. Nee, der ist da hinten zur Osso gefahren. Super. Dann fahren wir mal zum Farmshop. Der Closing Store Raub ist natürlich jetzt schon ein Momentchen her. Das bedeutet, die Polizisten könnten jetzt schon auf dem Weg hierhin sein und nah dran sein. Wie ich nur noch mal eben gesagt haben. So, deswegen packe ich hier direkt schon mal rückwärts ein, damit die Flucht einfacher ist. So, ah, der Farmshop wurde ausgeraubt. Okay, jetzt haben wir die Situation, dass die Sache, die ich ausrauben will, schon mal ausgeraubt wurde. Jetzt machen wir das einfach so, dass ich den Farmshop, egal zu welchem Zeitpunkt, ausrauben kann in der Zukunft. Aber ich lasse das Feld nochmal eben offen. Ich mache hier mal so einen Strich drüber, damit ich weiß, okay, das Feld ist reserviert. Das können wir zu jeder Zeit machen. Dann drehe ich jetzt nochmal. Und ich muss die Osso ausrauben. Ey, da ist doch der andere Kollege gerade hingefahren. Da ist der andere Kollege doch gerade hingefahren. Bro. Was machen wir, wenn die jetzt auch nicht ausgeraubt werden kann? Machen wir das dann so, dass ich einen Server wechsle? Oder was machen wir dann? Weil ich kann ja nicht irgendwie 10 Sachen auf der Liste haben. Das wäre auch irgendwie ein bisschen lame. Aber eigentlich ist der Server hier spannend, weil hier so viele Cops drauf sind. Ist das ein Cop, der da so hinfährt, oder ist das ein Crime? Ah, die wurde auch schon ausgeraubt. Bro, die wurde schon ausgeraubt. Ja, die Osso wurde auch ausgeraubt, Chat. Ich mach folgendes, ich mach einen Serverwechsel. So, wir joinen einen neuen Server. Hoffentlich war kein Polizist in der Nähe. Okay, es war kein Polizist in der Nähe. Ich bin nicht im Knast gelandet. Das ist schon mal vorteilhaft. Dann gehen wir mal zu Osso. Und... Jo, die können wir ausrauben. Nee, die wurde auch schon ausgeraubt auf diesem Server. Was ist hier los? Hier ist sogar noch Geld. Mann, mein Fritten, ey. Raus hier. Neuer Server, neues Glück. Wir können jetzt hier nicht ewig die ganze Zeit Sachen auf die Liste schreiben. Wir müssen ja auch durchziehen. Wir müssen ja auch durchziehen, Kollegen. Wir haben schon den Farmshop auf der Liste. Wir können jetzt nicht hier die Osso auch auf der Liste haben. So, super. Super, super, super. Die wurde hier auf dem Server noch nicht ausgeraubt. Dann machen wir das mal. Oh, ey, wehe, ich bin jetzt auf einem Server, wo 14 Polizisten drauf sind. Das wäre richtig nervig. Das wäre richtig nervig. Aber das ist die Chance. Oh, da hinten kommt schon jemand angefahren. Hä, hatte der Roller keinen Fahrer? Lol. Lul? Lul? Egal, ich sammle weiter auf. Das ist, glaube ich, das letzte Geldbündel, was ich aufheben muss. 100 Euro. Ja, sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall den Closings, die Osso ausgeraubt. Ich fahre jetzt nochmal eben schnell zum Farmshop und schaue, ob wir den auch ausrauben können. Das wäre natürlich praktisch. Dann hätten wir die beiden Sachen von der Liste abgehakt. Dann können wir weitermachen. Wenn ich den nicht ausrauben kann, dann drehe ich nochmal. So. So. Farmshop, ich komme. Lalalalalala. So, da ist ein Dealer. Ups. Und rein da in den Farmshop. Moin, Farmshop. Jo, den kann man auch ausrauben. Super, duper. Super, Farmshop. Und ich raube dich aus. Sehr nice. Super, duper. Und das raume ich auch. Oh, ich dachte gerade, da kommt jemand. Mal kurz leise sein. Ich will hören, ob jemand kommt. Oh, da ist da viel Geld rausgekommen, ey. So, das auch aufsammeln. Hä, kommt beim Farmshop mehr Geld raus? Ich finde aber auch, die Kasse beim Farmshop ist irgendwie am nervigsten, weil die Sachen irgendwie so in den Regalen hängen bleiben. Aber okay, gut.
Können wir nichts gegen machen. Das habe ich jetzt aufgesammelt. Das bedeutet, ich kann die Osso und den Farmshop vom Glücksrad abhaken und sogar nochmal neu drehen. Der driftet. Das könnte bedeuten, dass er ein Crime ist. So, mal gucken, ob der zu mir herkommt. Nee, sieht nicht so aus. Ah, sieht doch so aus. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dann, Closing können wir... Stimmt gar nicht. Osso hatte ich hier, glaube ich, ne? Genau, ich mache den Farmshop weg. Zack. Dann mache ich noch die Osso weg. Geil, da haben wir hier drei aufeinanderfolgende Felder schon erledigt. Und dann drehen wir nochmal neu. Und wir kommen wieder zum Closing Store. Aber den hatte ich doch schon mal. Ja, den hatte ich schon mal. Ja, genau. Das ist einer der beiden Geschäfte, einer der drei Geschäfte, die ich doppelt ausrauben muss. Digga, verwirrend. Verwirrend fürs Video. Warum bekomme ich nicht jetzt die Bank, damit ihr dann checkt, wie das Video läuft? Egal. Fahren wir mal auf dem Server zum Closing Store. Wäre chillig, wenn man den hier ausrauben könnte. Und in der Zwischenzeit schaue ich mal, wie viele Polizisten online sind. Es sind nur zwei Polizisten online. Oh mein Gott. Und mir kommt ein Crime entgegen. Unsichtbar. Moin. Unsichtbarer Roller. Fahrer. So, wenn er mir entgegenkommt. Oh, mein Motorrad ist fast down, Digga. Ah, ja, wurde schon ausgeraubt. Egal. Schreiben wir uns auf die Liste. Wir drehen nochmal. Also, den Closing Store, den markieren wir uns. Und wir drehen noch einmal. Und ich höre hier irgendwelche Leute fahren. Wir müssen jetzt die Ares ausrauben. Sehr nice. Nice, dann lass uns mal zu Ares gehen. So, ich musste mal hier eben kurz wegfahren. Oh, Ares. Wild. Aber bevor wir zu Ares gehen, würde ich vorschlagen, gehen wir noch einmal definitiv zum ADAC, weil wenn ich jetzt hier irgendetwas berühre, dann ist Ende im Gelände, dann fährt mein Motorrad nicht mehr. Und ich finde ja, dass der Wellfire das beste Fahrzeug in Notruf Hamburg ist, weil man einfach überall durchkommt. Man kommt überall durch. Ganz chillig. Ich zeige euch jetzt auch nochmal genau, was ich damit meine. Also, mit einem Auto müsste ich jetzt links abbiegen. Mit dem Wellfire kann ich einfach geradeaus fahren. Zack, hier lang und bin schon viel eher in der Garage. Das geht viel besser mit dem. Oh, jo, mein Benzin ist auch fast leer. Wir müssen ja sowieso zu Ares. Praktisch, dann kann ich da jetzt direkt erstmal tanken. So. Ares, ich komme. Ich komme, Ares. So. Hier einmal rechts abbiegen. Super duper. Bitte sei offen. Bitte sei offen. Bitte sei offen. Ja, die ist offen. Die ist offen. Nice, dann tanken wir eben einmal schnell. Ich hoffe, dass dann kein Crime ankommt und mir das klaut, Digga. So, getankt. Nice. Und rein da. Rein da. So, aufmachen und... Oh ne, ist das ein Polizist oder was? Oh, das ist ein Crime. Der will mich jetzt hochnehmen oder was? Will der mich jetzt boxen? Unnötig oder was? Digga, was willst du von mir? Ja, verzieh dich, Digga. Ja, ich hab den jetzt ein paar Hits gegeben. Ja, jetzt geht er auf seinen scheiß Roller rauf. Oh mein Gott. Ha! Oh mein Gott! Digga. Aber wir haben es gemacht. Wir haben jetzt die Kasse hier ausgeraubt. Hier sind nochmal 100 Euro. Und erledigt. Super. Was war jetzt noch auf der Liste? Der Closing Store. Ne? Der bleibt hinten weiter auf der Liste stehen. Was wir aber abhaken können. Chat, ist die Ares-Tankstelle. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Ares-Feld kommen würden, dann würden wir zum Containerfeld springen, weil das daneben ist. Let's go. Und einmal drehen. Was kommt raus? Es kommt die Gas-and-Go-Tankstelle raus. Oh mein Gott. Digga, ich mache hier einen Kassenraub nach dem anderen. Kann ich nicht mal einen lustigen, spaßigen Raub bekommen, wie den Bankraub oder so, oder den Containerraub? Interessant war am Anfang der Juve. Das gebe ich zu. Der Juve, der war wild. Der Juve war wild. Aber dann fahren wir zu Gas-and-Go. Ist das der, der mich gerade hochnehmen wollte? Ja. Digga, das habe ich nicht vergessen, Bro. Wenn du mir gleich nochmal begegnest, dann knall ich dich ab. Easy peasy. Ach, das war ein Polizist, der im schwarzen BMW. Gut, das muss ich mir merken.
Das muss ich mir merken. Der fährt mir jetzt wahrscheinlich hinterher. Aber mit meinem Motorrad bin ich ein bisschen schneller bei der Gas and Go. Es könnte sein, dass ich schon fertig mit dem Raub bin, wenn er kommt. Also schnell rein. Und let's go. So. Ein Geldschein aufheben, damit zählt das als Raub. Zack, gemacht. Und schon mal so ein bisschen hinspekulieren. Sehe ich jemanden kommen? Ich sehe niemanden kommen. Ich höre nichts. Jetzt höre ich was. Da ist er. Krieg ich den 1000-Euro-Schein noch? Ja. Ey! Hä? Der hat mich durchs Regal getasert? Da gibt's ein Replay. Also ich werde es jetzt selber im Schnittprogramm gesehen haben, ob der mich durchs Regal getasert hat oder ob der einfach nur Pro war. Mist, weil ich zu geldgeil war, weil ich die 1000 Euro haben wollte. Mann. Aber Leute, für mich zählt das. Gas and Go ausgeraubt. Abgehakt. Ich drehe das Ding einmal. Let's go. Was kommt raus? Was kommt raus? Es kommt raus. Container. Let's go. Wir haben auf der Liste aktiv den Container und den Closing Store. Das können wir beides machen. Vorhin konnte man den Closing Store nicht ausrauben. Das erledigen wir jetzt. Also, ich habe den ja schon mal ausgeraubt, aber der steht ja zweimal auf dem Glücksrad. Den haben wir noch auf der Liste und jetzt können wir nochmal den Container hochnehmen. Super duper. Super duper. Super, 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 super. Wir haben 1 Uhr. Okay. Es bleibt noch ein bisschen dunkel. Das nervt mich ehrlich gesagt so ein bisschen an den Motorrädern. Die sind trotzdem, ja, es ist trotzdem leider das beste Fahrzeug. Wir wissen, die Fahrzeuge in Notruf Hamburg sind nicht die besten. Aber zum Beispiel kann ich jetzt hier mit dem Motorrad einfach nach hinten fahren. Das wäre auch mit dem Auto gegangen, aber da hätte man nicht so chillig wieder zurückfahren können. So, dann kaufen wir jetzt nochmal eine G36 und eine Bombe. Let's go. Ich muss ja später auch nochmal den Bankraub machen, Chat. Also von daher, alles tutti. Alles tutti. Jetzt sind wir hier erstmal auf dem Weg zum Containerraub. Oh, da ist schon jemand. Nö, nö, nö. Ich überhole dich doch direkt mal. Mein Container. So, ich zeige euch jetzt mal, wie die Pros das machen, Chat. Wie die Pros das machen. Let's go, Kollege. Na, viel Spaß beim Laufen, Digga. Ich bin schon da. So, will er jetzt herkommen und mich nerven, oder was? Digga. Ich sammle das jetzt auf. Will der herkommen und mich nerven, oder was? Ich habe eine Abkürzung genommen, denn ich bin der Pro. Und ihr seht, meine Kameraeinstellung ist so, dass ich sehe, wenn jemand kommt. Ich sehe, wenn jemand kommt. Oh, der hat den gelben Container ausgeraubt. Man hört das. Das ist ein neuer Alarm angegangen. So, 2 Cookies sind hier noch, 1 und 2, super duper, super duper, dann bringe ich mich jetzt einmal in Sicherheit und dann drehen wir wieder am Glücksrad, was meint ihr, Freunde? Oh, Alter, ich habe nicht mal Schaden bekommen, Junge, heute bin ich richtiger Pro-Player oder was? Okay, 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 auf zum Closing Store, ich hoffe, dass ich den ausrauben kann. Das ist jetzt schon so lange her, ich müsste ihn eigentlich wieder ausrauben können. Ey, Audi R8, das ist mein Closing Store, ja. Ich überhole dich jetzt mit meinem Motorrad. Oh, ich glaube, er zieht mich ein ganz bisschen ab. Aber nicht mit mir. Ich gebe auch Stoff. Nee, ich hole ihn ein, ich hole ihn ein. Von rechts überholen und na, ich hole dich ein. Ich bremse schon mal wieder. Ups. Mist. Ja, er hat ein besseres Handling mit seinem Auto. Ah, oh Mist, der Closing Store wurde schon ausgeraubt. Jetzt gerade. Ach Mann, ey. Dann bleibt er weiter auf der Liste, der Closing Store. Wir machen aber weiter. Ich streich schon mal den Container durch. Und wenn man jetzt auf eins von den Feldern kommt, springt man quasi über das halbe Glücksrad und landet bei der Bank. Let's go. Wir drehen. Wir drehen, wir drehen, wir drehen. Und Toolshop. Oh mein Gott. Wahrscheinlich fährt da jetzt der Audi hin. Bro, der Audi fährt wahrscheinlich direkt zum Toolshop, weil er hier in der Nähe ist. Könnte aber auch sein, dass er erst zum Farmshop fährt. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit verloren, weil ich das Glücksrad gedreht habe.
Let's go. Schnell hin da. Schnell hier durch. Okay, hier ist kein Audi. Ist der auf dem Weg zum Toolshop? Weiter geht's. Bitte lass mich den Toolshop ausrauben. Ich will nicht warten. Ich will nicht noch einen Raub auf der Liste hinten haben. Oh, da liegt was. Oh, ich bin zu weit gefahren. Mist. Bin zu weit gefahren. Aber da ist keiner. Da ist keiner. Ist da keiner, weil man das nicht ausrauben kann? Oder ist da keiner, weil da einfach keiner ist? Manchmal glitscht das Motorrad so nervig rum. Ah, Mist. Der wurde schon ausgeraubt. Ja, was jetzt? Was jetzt? Das schreit nach einem Serverwechsel. Das schreit nach einem Serverwechsel. Ich kann nicht auf Servern bleiben, wo zwei Sachen schon ausgeraubt wurden. Geht nicht. Geht nicht. Leute, wie lange braucht man dafür? Let's go. Closing Store. Toolshop meine ich. Ja, der ist noch nicht ausgeraubt. So, let's go. Und ausrauben. 1000 ziehe ich mir. Oh mein Gott. 250. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Polizisten jetzt auf dem Server sind. So, es wird weiter aufgesammelt. Da hinten noch den 500er und dann bin ich gut dabei. Oh, das ist ein SEKler. Ich sammle das auf. Er macht meinen Motorradschrott. Er hat einen Sunny dabei, ehrenlos. Digga, die Hitbox von Notruf Hamburg, ich hab den so oft gehittet. Ja, lauf mir doch hinterher. Lauf mir doch hinterher. Lauf mir doch hinterher. Geh weg von deinem Auto. Lauf mir doch einfach hinterher. Wenn ich als erstes... Ja, jetzt kommt er angefahren. Jetzt die Frage. Bin ich als erstes im Gate drinne? Ja. Pech gehabt, Bro. Pech gehabt, Bro! Er teamt mit Sanitätern. Was ist das für ein Server? Ihr seht, das ist Action. So, du kommst mir gleich nicht mehr hinterher, denn ich bin auf dem Motorrad. Ich bin auf dem Motorrad. Lalalalala. Viel Spaß, mir hinterher zu fahren. Ja, fahr mir doch hier zwischen den Feldern hinterher, Bro. Deswegen ist das Motorrad das beste Auto. Lalalalala. Da ist er stark. Lalalalala. Er ist blöd. Er fällt drauf rein. Lalalalala. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Ich kann jetzt erstmal den Toolshop abhaken. So, das machen wir mal. Ich muss den kleinen Schlawiner natürlich ein bisschen im Blick behalten. Aber ich drehe das Glücksrad jetzt einmal. Den Closing Store haben wir noch im Hinterkopf. Und das ist ein Feld, das haben wir schon mal erledigt. Deswegen skippen wir weiter. Das haben wir aber auch schon erledigt. Deswegen noch mal eine weiter und noch mal eine weiter. Wir müssen als nächstes die Osso und den Closing Store ausrauben. Das wird doch vielleicht ein chilliges Geschäft. So, der Polizist, der ist natürlich jetzt richtig genervt. Der fährt da hinten auch noch. Hallo, hallo, komm doch her. Komm doch her. Das Ding ist, er ist hier und will mich jetzt hochnehmen, weil er natürlich jetzt in seiner Ehre gekränkt ist. Ne? Obwohl er selber ein Ehrenloser ist, der einfach unnötig meinen Roller kaputt, mein Motorrad kaputt macht. Ja, komm doch her, Bro, du kommst hier gar nicht rein. So, und weil er in seiner Ehre gekränkt ist, habe ich natürlich jetzt das Problem. Hier ist die Osso-Tankstelle und auf der anderen Seite ist dann noch die... Ach, das ist ein Fake-Sanitäter, oh mein Gott. Ah, nee, doch nicht, der hat auch Blaulicht einfach. Naja, jedenfalls ist hier die Osso und hier ist auch der Closing Store, den ich ausrauben muss. Jetzt würde mich mal interessieren, ist das ein Fake-Sanitäter oder ist das ein echter? Ne, das ist ein echter Sanitäter, okay. Aber die teamen, es ist halt ehrenlos. Es ist halt ein dreckiges Spiel. So, und wie soll ich jetzt die Osso ausrauben, wenn die Sanitäter mit dem spielen? Also es bringt ja nicht mal was, den zu erschießen. Ich muss ihn so oft erschießen, bis beide Sanitäter
keine Ausrüstung. Glaubst du, ich würde über die Straße fahren? Bist du blöd oder was? So, wir machen das so. Das ist ein Server, wo der teamt. Das bedeutet, ich fahre jetzt einfach mal mit Vollspeed weg. Und dann werde ich den Server verlassen. Weil das ist ja nun mal ehrenlos. Das geht ja nun mal gar nicht. So. Und raus da. Raus aus dem Server und rein in einen neuen Server, ne? So, wenn ich jetzt auf demselben Server lande, ist natürlich Arschkarte. Darum schnell zum Dings. Aber hier ist niemand. Chillig. Also das war ja wohl mal ein ehrenloser Server. Würdet ihr auch sagen, oder? Also auf Teamer muss ich mich ja nun nicht einlassen. Insbesondere, wenn das Sanitäter sind, die mit SEK teamen. So, aber dann lass uns jetzt hier mal zu Osso gehen. Und wenn man die nicht ausrauben kann, fahren wir nochmal zum Closing Store, weil der steht immer noch auf der Liste. Let's go. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Einmal nachladen. Und gegenballern. So. Boom. Dann haben wir die Osso jetzt auch zum zweiten Mal ausgeraubt. Der Closing Store, der Farm Shop und die Osso, die stehen nämlich zweimal auf dem Glücksrad. Weil das Glücksrad hat mehr Felder, als es Raube in Notruf Hamburg gibt. Darum haben wir das so gemacht. So, und hier ist das Geld aufgesammelt worden. Sehr, sehr nice. Und da kommt schon ein Polizist an. Oh mein Gott, der wird mich natürlich jetzt verfolgen. Das ist natürlich A-Karte. Aber der teamt ja wenigstens nicht. Also ist das ja ein fairer Kampf. Aber das gerade eben war ja kein fairer Kampf. Dass er einfach mit einem Sanitäter zusammengeteamt hat. Oh, der Closing Store wurde schon ausgeraubt. Ey, Digga, der ist voll beliebt, kann sein. Dann suche ich mir mal eben kurz einen sicheren Ort hier. Wo kann man das machen? Gehen wir mal, verstecken wir uns einfach mal hier hinten. Verstecken wir uns einfach mal hier. Wir behalten den Closing Store weiter im Hinterkopf. Aber wir können jetzt die Osso zum zweiten Mal streichen. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Feld kommen, gehen wir zum Farm Shop, weil das das Feld daneben ist. Let's go. Let's go. Und das Feld hatten wir schon, deswegen gehen wir zum nächsten. Das hatten wir aber auch schon, deswegen gehen wir zum nächsten. Das hatten wir aber auch schon, deswegen gehen wir zum nächsten. Das hatten wir aber auch schon, deswegen gehen wir zum nächsten. Und zwar zur Bank. Das markiere ich mir mal eben kurz. Let's go. Wir sind auf einem recht vollen Server. Und wir müssen jetzt die Bank ausrauben. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt auf einem vollen Server bin. Das bedeutet, die Bank könnte entweder schon ausgeraubt worden sein. Und oder wir haben viele Polizisten. Ja, wir haben 7 Polizisten. Geht noch. Oh, hier vorne ist ein Dealer. Dann hole ich mir hier direkt erstmal neue Munition und auch die Bombe für den Bankraub. G36, nachladen, Bombe kaufen. Let's go. Super. Ja, Closing Store steht immer noch hinten auf der Liste. Dann gehen wir zur Bank. Oh. Ich habe das schlechte Gefühl, dass ich bei der Bank entweder hochgenommen werde oder dass die von Anfang an rot ist. Weil der Bankraub ist der schwierigste Raub in Notruf Hamburg. Aber wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Das ist die Aufgabe von diesem Video. Das Glücksrad entscheidet meinen Raub. Beziehungsweise eigentlich nur die Reihenfolge. Oh, da ist eine Verfolgungsjagd. Ups. Upsi-dupsi. Au! Oh, Massenkarambolage! Da will ich nicht außersehen über einen Stopstick fahren. Deswegen direkt abhauen. Da lasse ich die mal machen. Oh, da steht schon ein Auto bei der Bank. Ey, wäre natürlich praktisch, wenn jemand anderes einfach die Bombe benutzt und den Tresor schon knackt. Oh, da ist was los. Oh ja. Der Tresor ist geknackt. Rein da. Rein da. Das sind Polizisten oder was? Der Tresor ist zu, Mist. Nachladen. Nachladen. Ja, der ist... Kann ich meinen Kollegen freilassen? Nee, geht nicht. Geht nicht. Wie kann ich den jetzt freilassen? Ich kann nicht auf- und abschließen, ne? Das bringt nichts.
Da wurden Leute leider verhaftet. Wie kann ich den jetzt freilassen? Wie kann ich den freilassen? Wie kann ich dich freilassen? Wie kann ich dich freilassen, Bro? Ich glaube, der gehört zu dir. Hier. So. Ey, ich krieg nicht meinen Danke. Ehrenlose. Ehrenlose. Hä, gehören die irgendwie zusammen? Weil der eine Polizist, der hat auch so was Rotes auf dem Kopf. Oh, nee. Ja, der ist am Rennen. Viel Spaß, deine Energie zu verschwenden, Bro. Viel Spaß dabei. So. Tschüssikowski. Tschüssikowski, viel Spaß dabei, deine Energie zu verschwenden, blöder SEKler. So. Also, Bankraub gescheitert, weil Bankraub war schon im vollen Gang. Ich konnte aber einen retten, der sich nicht bedankt hat. Und ich habe gelernt, einer, der hatte so eine rote Mütze auf. Ein anderer Crime auch. Aber ein Polizist, der am Boden war, auch. Also sind das auf jeden Fall, ist das eine Gang? Also das steht ja schon mal fest. Jetzt ist natürlich die Frage, weil er sich nicht bedankt hat, denkt er selber, ich wäre ein Cop oder ist er einfach nur gemein? Einfach nur unfreundlich, obwohl ich ihn gerettet habe. Hätte ich ja nicht machen müssen. Ich hätte es nicht machen müssen. Hätte ich nicht tun müssen. Ne? Der Bankraub steht noch auf der Liste. Wenn der Closing Store jetzt auch nicht ausgeraubt werden kann, dann muss ich wieder einen Serverwechsel hinlegen. Weil der Bankraub, der dauert lange, bis man den wieder machen kann. Ich muss ja einen Server dann haben, wo ich den auch machen kann. Ne, der Closing Store, der wurde schon ausgeraubt. Ja, super. Dann habe ich jetzt gerade volles Risiko gemacht, ohne da was von zu haben. Wir gehen rein in den nächsten Server. Let's go. Let's go, Freunde. Der Closing Store, der ist auch echt hartnäckig, ne? Aber wir müssen länger noch den Club ausrauben. Und wir müssen auch noch einen Snackautomaten ausrauben, das ist natürlich easy. Also ich würde jetzt schon sagen, wir sind jetzt gerade bei dem schwierigsten Raub, also Bankraub. So, Joining Server. Let's go. Hallo. Fail to connect to the game. Okay. Dann nochmal. Dann gehen wir mal in den Server rein. Joining Server. Okay, es hat geklappt. Ich habe 4 Sterne im Moment. Boah, ich gehe erstmal zu meinem Motorrad. Nicht, dass Polizei kommt und ich dann so richtig lange zu meinem Motorrad laufen muss. So, dann fahren wir da schon mal zur Tür. Digga, ist der Closing Store so beliebt? Der wurde hier auch ausgeraubt. Okay, dann gehe ich jetzt zur Bank und wenn man die nicht ausrauben kann, mache ich wieder einen Serverwechsel. Es geht ja wohl nicht. Es geht ja wohl nicht. Wir sehen uns bei der Bank. So, hier ist die Bank. Hier ist auch schon Blaulicht. Hier kann ich nicht so chillig einen Serverwechsel hinlegen. Da ist ein Polizist auf dem Roller. Die sehen mich natürlich jetzt reinlaufen. Oh, da sieht aus wie ein Crime. Let's go. Rein da. Grün. Eine Sache aufheben. Kein Risk eingehen. Bankraub ist gemacht. Okay, wow. Okay. Okay. Bro. Digga, was knallst du mich ab, Bro? Ich hab das aufgemacht, Bro. Bro, was sind das für... was sind das für Assis? Okay, ich bleib mal kurz hier. Ich will mal wissen, ob die hochgenommen werden. Das will ich jetzt einfach für mich wissen. Ich bleibe jetzt mal kurz im Server drin und wir gucken, ob die hochgenommen werden. Der eine hat auf jeden Fall Fake-SEK-Kleidung an. Die haben jetzt gleich alles leer geräumt. Hä, was tanzt du jetzt auf mich, Leute? Das war doch ein Hinterhalt. Das ist doch kein Skill, mit 4 Leuten einen zu erledigen. Okay. Aber hier ist ein Police Officer in der Nähe. Vielleicht kann ich auf dem Server bleiben, mal gucken. Obwohl, nee, der Closing Store wurde ja schon ausgeraubt. Aber trotzdem. Wenn ich jetzt offline gehe, lande ich ja im Knast. Die werden ja eh den Polizisten jetzt runterballern für mich. Das ist ja schon mal ehrenhaft.
Und wenn der Sanitäter mich jetzt heilt, dann lebe ich ja wieder. Zack. Und ich kann jetzt so einfach respawnen. Alles chillig. Der braucht mich gar nicht heilen. Super. Dann würde ich vorschlagen, mache ich jetzt wieder einen... Obwohl, ich gehe noch einmal schnell zum Closing Store. Ich muss ja sowieso hinfahren. Auf den nächsten Server. Den Bankrob habe ich jetzt ja erledigt. Digga, das Video besteht eigentlich daraus, die ganze Zeit zum Closing Store zu fahren, habe ich das Gefühl. Aber in der Zwischenzeit, wo ich den Bankrob gemacht habe, konnte man die wohl wieder auskommen. Also, ist jetzt ja wohl der Fall. Sehr nice. Oh, das nervt so ein Notruf Hamburg, ne? Guck mal, ich bewege mich nicht und nicht jeder Schlag wird als Schlag erkannt. Das ist total nervig. Egal. Ein Taui habe ich aufgehoben. Noch mehr Geld. Dann habe ich jetzt die Bank und den Closing Store erledigt. Was muss ich jetzt noch machen? Den Clubraub? Da wird mich die Gang natürlich auch extrem nerven hier auf dem Server. Ist hier nicht mehr Geld? Und ich muss die Vending-Maschine ausrauben. Ich guck mal. Also ich hake erstmal ab. Also, Bank haben wir erledigt. Boom. Dann drehe ich mal weiter. Hier, Closing Store haben wir auch erledigt jetzt. Jetzt müsste ich noch Club machen, Farmshop und Vending-Maschinen. Der Farmshop war einer der drei Sachen, die doppelt draufstehen. Let's go. Ich muss den Farmshop ausrauben. Okay. Dann rauben wir den Farmshop aus. Es könnte sein, dass die Gang sich dafür nicht hergibt. Ich glaube, die priorisieren eher so Juwelier, weil da gibt es sehr viel zu holen. Bank, da gibt es sehr viel zu holen. Dann den Containerhafen, da gibt es auch relativ viel noch zu holen. Wenig gibt es zu holen bei dem Clubraub, aber ich glaube, das ist auch eher was für die, weil eine Kasse ist halt lame. Eine Kasse ist lame als Gang. Deswegen glaube ich, ist die zu. Nee, die ist sogar offen. Der Farmshop ist offen. Den muss ich mir markieren als muss ich noch machen. Dann drehe ich einmal. Was kommt noch mit auf die Liste? Boom, wurde schon ausgeraubt. Ein weiter wurde schon ausgeraubt. Clubraub. Ich muss jetzt Club- und Farmraub machen. Bro, ich fahre auch die ganze Zeit von der einen Seite der Map zur anderen Seite. Können nicht mal die Sachen, die auf derselben Seite sind, mal bitte hintereinander kommen? Bro, wir sehen uns beim Club. Hier vorne ist schon mal ein Polizeiauto. Ich muss erst mal gucken, ob man den... Oh. Ey, ich gehe da jetzt mit rein. Hoffentlich kann ich mir da noch was snacken. Bitte, 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 bitte. Ja, ich snack mir da noch was. Ja, ich snack mir da noch was. Ja, danke. Danke für den coolen Clubraub. Ja. Hier, das Geld nehme ich mir noch. Danke. Das nehme ich mir noch. Der heißt Seif Adopt Me 2. Okay, hat er früher Adopt Me gespielt? Was ist das für ein Skin, Bro? Aber danke für das Zeug. Jo, dann habe ich den Clubraub erledigt. Dafür musste ich jetzt nicht mal... Ey, ich habe sogar einen Goldbarren gekriegt. Nice. Dafür musste ich mir jetzt nicht mal eine Bombe holen. Ehrenhaft. Ehrenhaft. Super, dann können wir ja gleich nochmal drehen. Und abballern können die mich nicht, weil ich keine Waffe habe. Super. Dann drehen wir nochmal. Jetzt gibt es eigentlich nur noch... Ja, es gibt nur noch Farmshop oder Vending-Maschinen, aber ich drehe trotzdem nochmal. Mich interessiert jetzt, ob ich auf den Farmshop komme. Und das wurde ausgeraubt. Ich drehe weiter. Das auch, das auch, das auch, das auch, das auch. Ich komme auf den Farmshop. Ich komme auf den Farmshop. Ja. Ich gucke auf dem Server nochmal, ob der Farmshop jetzt funktioniert. Wenn nicht, lege ich einen Serverwechsel hin. Ja, nice, Digga. Ich habe Glück. Ich habe Glück. Ich kann den ausrauben. Dieser Seif Adopt Me, der gerade beim Club war, der hat mir jetzt noch eine Freundschaftsanfrage geschickt. Digga, ich habe mir das ganze Geld geklaut. Warum schickst du mir sogar noch eine Freundschaftsanfrage? Egal. Egal. Ich sammle das Geld auf. Und damit bleibt übrig die Vending-Maschine. Ich muss irgendeine Vending-Maschine als nächstes ausrauben. Und dann habe ich jeden einzelnen Raub gemacht. Den Farmshop habe ich zweimal gemacht. Den Closing Store habe ich zweimal gemacht. Und die Osso-Station, Osso-Tankstelle habe ich auch zweimal gemacht. Einfach nur aus Spaß an der Freude drehe ich das Glücksrad jetzt trotzdem nochmal. Wir werden dann zwangsläufig bei der Vending-Maschine rauskommen, aber trotzdem. Denn den Farmshop kann ich jetzt durchstreichen. Und egal auf welches Feld ich lande am Ende doch auf der Vending-Maschine. Wäre lustig, wenn ich jetzt direkt da drauf lande.
Nee. Ich lande auf dem, das wurde schon gemacht, das wurde schon gemacht, das wurde schon gemacht, das, 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 das. Boom, Vending-Maschine. Let's go. Vending-Maschine. Können wir auch nochmal auf dem Server hier machen. Wo ist denn direkt ein? Oben. Bei dem Closing-Store, Junge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die nächste Vending-Maschine da oben ist. Bruh, Moment. Weiter geht's. Hier beim Bahnsteig sogar. Okay. Fahren wir da jetzt mal eben hin. Und raum das aus. Chillig. Erledigt sofort. Let's go. So, aufsammeln. Und zack. Zack. Und die Kekse aufsammeln. Zack. Und zack. Super. Oh, hier ist noch ein Red Bull. Nice. Und aufsammeln. Und dann kann ich das auch durchstreichen. Die Vending-Maschine. Zack. Und damit ist das komplette Glücksrad durchgestrichen. Ich habe es geschafft. Ich habe alle Sachen ausgeraubt, die das Glücksrad von mir verlangt hat. Es war gar nicht so einfach. Darum würde ich mich darüber freuen, wenn du ein Like und ein Abo dalässt. Schau dir außerdem gerne das Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.